Moin, moin und naja, normalerweise sage ich herzlich willkommen. Willkommen. Aber auch herzlich. Eigentlich will ich kein Trübsal blasen, aber was bleibt uns anderes übrig? Sprechwunsch. Gestern Abend hat. Ja, sagen wir mal so, die Scheiße ist nicht mal mehr nicht am Dampfen, es brennt. Es brennt lichterloh. Genau. Ganz einfache Geschichte. Ich will jetzt hier nicht um den heißen Brei drum rumreden. Macht euch im Internet schlau, was es mit Artikel 13 zu tun hat. Geht auf die Internetseite safetheinternet.info. Dort bekommt ihr alle möglichen Informationen, die wichtig sind, die darum gehen. Es ist jetzt, es ist nicht kurz vor 12, es ist Punkt 12. Jetzt ist der allerletzte Zeitpunkt, um etwas gegen diese Scheiße zu tun, die EU sich ausgedacht hat. Denn Artikel 13 ist zwar nicht beschlossen, aber es wird zur Abstimmung kommen. Und wenn das EU-Parlament für Artikel 13 stimmt, dann haben wir ein richtig großes Problem. Ich will nicht ins Detail gehen. Ich habe gestern schon einiges angedeutet. Auf jeden Fall ist das Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario kann wie folgt aussehen. Dass zum Beispiel man als Otto-Normalverbraucher nirgendwo mehr Videos hochladen kann, nirgendwo mehr Fotos hochladen kann. Ja? Nicht in den sozialen Medien, sämtliche Plattformen, das wird sogar Steam betreffen, dass man dort nichts mehr hochladen kann, keine Screenshots mehr verbreiten, etc., 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 etc. Weil wir müssen uns eins vor Augen halten, so gut wie alles ist urheberrechtlich geschützt. Ist ein Volkswagen, ist ein Volkswagen, ist ein Mercedes, ist ein Mercedes, ist ein Mercedes, ist ein MAN. Ist ein Mercedes. Ja? Hat alles damit zu tun. Bräuchten wir theoretisch Lizenzen für. Ich bin mit Sebastian im Dialog. Naja, Dialog ist jetzt falsch gesagt. Wir schreiben. Und wir können ja jetzt auch noch nichts sagen. Also weder über das Spiel kann man was sagen, oder auch YouTube-seitig kann man etwas sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, falls man irgendwo in Zukunft, nachdem das Gesetz real geworden ist, wenn man noch irgendwo hochladen kann, wird es von mir aus weiter dieses Spiel geben. Weil diese Erlaubnis habe ich. Und das sogar schriftlich. Ja, schriftlich. Sprechwunsch. Aber das ist gar nicht mal das Ding. Ne, sondern viele sagen jetzt in den letzten Tagen von wegen, ja, braucht man die Lizenzrechte. Ja, was bringen dir die Lizenzrechte, wenn wir keine Plattform mehr haben, das Zeug irgendwo hochzuladen? Wenn uns die Möglichkeit genommen wird. Das ist eigentlich das viel größere Problem. Weil versetzen wir uns doch einfach mal kurz in die Lage von YouTube und Twitter und Twitch und Instagram und Co. und wie sie alle heißen. Ne? Völlig Wurst. Die haben ja alle das gleiche Problem. Du, mein Zuschauer, lädst etwas auf meine Plattform. Und ich soll, bevor oder während du es hochlädst, soll ich schon herausfinden, ob du für alles, was du da hochlädst, die Rechte besitzt? Mal unabhängig davon, dass ich das gar nicht alles erkennen kann, was du in deinem Werk drin hast, kann ich ja nicht mal nachvollziehen, ob du die Rechte besitzt. Wir haben eigentlich so etwas wie die Unschuldsvermutung. Zumindest in Deutschland. Jeder ist so lange unschuldig, bis einem das Gegenteil bewiesen wird. In ganz seltenen, oder ich sag mal, in dringenden Tatverdachtsmomenten gibt es natürlich Untersuchungshaft, aber ansonsten, so lange ist man in Deutschland unschuldig. Man muss auch nicht seine Unschuld beweisen, nein, einem muss die Schuld bewiesen werden. Mit diesem Gesetz wird das aber umgedreht. Auch wenn die EU vielleicht, ich meine, ich will Sprechwunsch. jetzt grundsätzlich den ganzen Leuten da jetzt nicht unbedingt Böses unterstellen,
Außer vielleicht einer einzigen Person, die fängt mit A an und hört mit S auf. Und damit, ja, also der Redelsführer, ne, dieser Axel Voss, dem hat man das einfach in den Interviews angemerkt, dass der es wirklich darauf absieht. Also er will gar nicht die Urheberrechte schützen, er will uns einfach nur ans Bein pissen. Das ist der Punkt. Was wollte ich sagen? Ja, es ist einfach schlichtweg unmöglich. So, und das, was du bei mir hochlädst, dafür stehe ich mit meinem Arsch gerade. Du kannst da machen, was du willst. Mein Arsch blutet. Ich bleche dafür beim Gesetzgeber. Nicht du. Dass ich dich zivilrechtlich verklagen kann. Ja, das zieht sich aber hin und bis das soweit ist, habe ich schon längst einen finanziellen Fiasko erlebt. Ja, das sind halt so diese B Momente. Ich meine, hier geht es nicht um Kinderpornografie oder um irgendwelche Gewalttaten. Es geht hier einfach darum, du lädst ein Video hoch, da kommt ein Auto von Volkswagen oder von einem LKW von MAN drin vor und du besitzt die Lizenzrechte nicht. Das muss ich aber wissen. Unabhängig davon, ob du das weißt. Ich muss es aber wissen. Aber du bist auch dafür. Also, na, beziehungsweise, hä, das ist ja, also, dass ein anderer Teil vom Gesetz besagt sogar, dass ich mich darum kümmern muss, als Plattform, dass ich die Lizenzrechte besitze, damit du die Sachen bei mir hochladen kannst, die eventuell urheberrechtlich geschützt sind. Also nicht mal du brauchst die, sondern ich brauche die. Es ist. Ach, es ist einfach nur Schwachsinn, blöd und Scheiße. Ja, da bleibt eigentlich nur eins zu sagen, Kinder. Save the Internet.info. Schreibt den EU-Abgeordneten, und zwar keine vorgefertigten Texte nehmen, nehmt eure eigenen, überlegt euch was. Ich meine, den könnt ihr ja Copy and Paste machen, ist ja völlig irrelevant und völlig nebensächlich, spielt ja keine Rolle. Ja, aber schreibt denen und sagt denen, ey, was soll der Scheiß? Warum gerade wir? Warum muss man das an uns auslassen? Weil ich meine, am Ende geht es nur ums Geld, um nichts anderes. Ja, dem kleinen Mann wird hier die persönliche Entfaltungsmöglichkeit verwehrt, ja, gerade im kreativen Bereich. Warum? Ich meine mal unabhängig davon, selbst die, die nicht kreativ sind. Leute, wenn es hart auf hart kommt, wird es keine Let's Plays mehr geben innerhalb der ganzen EU. Ja? Gut, klar, ich sag mal, Leute wie Gronkh und so, die haben schon so ein gewisses, eine gewisse Möglichkeit, zumal Gronkh ja auch eigentlich ein Fernsehsender ist, also er hat ja die Rundfunklizenz, er könnte einfach jetzt einen Fernsehsender gründen, eröffnen und könnte dann. Ne? So. Aber so für Otto Normalverbraucher, so wie ich es bin, auch Sebastian, der könnte auch keine Videos mehr hochladen. Wenn die Plattformen wie YouTube und Co. ihren Dienst für den Otto Normalverbraucher verwehren. Dass Sebastian die Lizenzrechte an seinem eigenen Produkt hat, weil er es entwickelt, das steht außer Frage, ne? Aber. Ja. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es tut mir auch leid, dass ihr es jetzt in dem Moment abkriegt, aber es betrifft ja alle. Ja? Ich würde auch viel lieber hier jetzt nur Einsätze machen mit guter Laune und alles tralala und lalala. Geht aber nicht. Geht überhaupt nicht. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt angefressen bin oder sowas. Nein. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht von unserer Regierung und von der EU. Ich sag's euch, so wie es ist. Ich meine, es ist Politik. Es geht hier einfach nur ums Geld. Aber kommt dieses Konstrukt durch, ist in meinen Augen die EU extremst gescheitert. Mal unabhängig davon, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD drinsteht, keine Upload-Filter. Aber genau dafür hat die CDU gestimmt. Auf EU-Ebene. Die Justizministerin wurde vom Kanzleramt übergangen.
Leute, wir haben hier ernsthafte Probleme in diesem Land und in der EU. Richtig ernsthafte Probleme. Hier ist die Meinungsfreiheit sehr stark gefährdet. Es ist nicht nur die Meinungsfreiheit gefährdet, es ist sogar das Recht auf freie Entfaltung gefährdet. Ja? Muss man an der Stelle auch mal alles ganz klar sagen. Ne? Ich jedenfalls finde es eine bodenlose Frechheit. Ich meine, dass irgendwas passieren wird, irgendwas passieren musste. Das war abzusehen, es ist lang genug gut gegangen. Aber das wird auch nur der Anfang sein, ich verspreche es euch. Es wird definitiv nur der Anfang sein. Das wird alles noch schlimmer, da könnt ihr mal ganz die Pflicht ein drauf lassen. Tja, die Frage ist, was machen wir mit dem Worst-Case-Szenario? Möglichkeit 1, aber ich möchte darüber einfach reden. Weil dieses Thema ist zu wichtig, um es links liegen zu lassen. Worst Case, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, theoretisch gesehen könnte ich selber anbieten über die Homepage, aber dann wahrscheinlich auch nur einen begrenzten Zeitraum. Meine Leitstellen-Videos, die sind relativ klein und übersichtlich, das geht. Größere Sachen könnt ihr gepflegt vergessen. Ne? Das könnt ihr einfach dann in die Tonne treten. Das geht dann nicht mehr. Tja. Ich weiß, ich bin einfach überfragt. Und zwar komplett. Sprechwunsch. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was wir machen werden. Auf jeden Fall eins ist ganz klar, Flinte ins Korn werfen wäre in dem Moment einfach der falsche Weg. Also das steht nicht zur Debatte. Wir müssen uns auf jeden Fall wehren. Wir müssen unsere Macht, die wir haben, das bisschen, was uns noch bleibt, müssen wir effektiv einsetzen. Ja. Mehr bleibt uns auch schon gar nicht über. Aber gut. Irgendeinen Weg gab es immer, es wird irgendeinen Weg geben, da bin ich nur felsenfest von überzeugt, wie der aussehen wird, keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Tja, unabhängig mal davon, jo, ich habe uns eine neue Wache gebaut. Nämlich die Feuerwache, Feuer- und Rettungswache 16, Alsterdorf. Ja, und dann haben wir noch Notärzte. So, wir haben hier ein NEF. Wir haben hier noch kein NEF, aber Notärzte. Und wir haben hier Notärzte. Also da habe ich überall Notärzte reingepackt. Das heißt, also NEF-technisch können wir ein bisschen aufrüsten. Die habe ich auch gleich als 100k-Wache gebaut. Das heißt, da können wir dann auch irgendwann die Rettungsdiensterweiterung machen. Hier brauchen wir sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Also hier will ich sie auch nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier haben wir die nächste Rettungswache. Hier werden wir dann eine Rettungswache haben. Müssen wir mal gucken.
Ja, ich denke mal, das hier wird dann eine zentrale Rettungswache werden. Vielleicht werden wir hier neben werden wir auch noch eine SEG hinstellen. Ja, also das wird auf jeden Fall was Größeres hier. Naja, die DAW kommt hier noch mit hin. Und. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir hören uns. Es kann sein, je nachdem, was sich da vielleicht noch heute entpuppt oder was auch immer. Kann sein, dass ich nachher vielleicht einen Stream anschalte, dann können wir mal direkt drüber reden. Ansonsten sage ich mal bis morgen. Ne? Also, tschüss.